Gehe zur Brücke. Na klar. Was heißt gehen? Wohl erfahren, ne? Brücke. Jo. Möchten wir hin. Auch so kleine Details hier, ne? Da haben wir im Edding draufgeschrieben. Warum bin ich hier? Und irgendwer anders darunter geschrieben, du wurdest auserwählt. Ja, ja. Religion ist schon was Tolles. Nächster Halt, Brücke. Isaac, ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Ishimura, Hammond, oder den Marker? Du meinst dieses Artefakt? Hör auf, uns zu verarschen. Die CEC wusste die ganze Zeit von dem Marker, nicht wahr? Deshalb bist du doch hier. Der Konzern nutzt die Ishimura nicht für illegalen Abbau. Aber außerirdische Technologie? Ja, das passt. Und der Verlust meines Teams. Wie passt der zu dieser Theorie? Hey, Schluss mit dem Scheiß. Wir sind mitten im Trümmerfeld. Wir holen das AAS zusammen zurück oder es ist vorbei. Treffen wir uns in der Captain's Kabine. Daniels? Schön. Aber ich werde die Schiffsberichte prüfen. Ich will antworten. Mach doch. Triff Hammond in der Kabine des Captains. Okay. Da geht's zum Besatzungsdeck. Hier ist so Kryogenik. Hier ist verschlossen. Das heißt, da kommen wir auch gar nicht lang. Selbst wenn wir mal gucken wollten. Was hier für ein Büro? Da komme ich wieder nicht rein. Da ist, keine Ahnung, wo auch immer da der Zugang ist für diesen Raum. Ich brauche nicht nochmal einen Store, ich bräuchte mal eine Bank. Hauptatrium. Willkommen auf der USG Ishimura. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier auch gut auf die Fresse gab. Kam hier nicht auch so ein Bossgegner? Hallo? Gegnerlein. Du lässt mich doch jetzt hier nicht einfach so entspannt durch diesen Raum laufen.
Wo muss ich überhaupt hin? Da runter. Aber erst drehen wir hier eine Runde im Kreis. Gucken wir alles, was es an Loot gibt. Das ist mal eine Brücke, wa? Das war es. Immer nutzen. Hallo. Scheiße, hast du mich erschreckt? Nein, nein, behalte das Gewehr in Reichweite. Was ist das? Der, der mich angegriffen hat. Ich könnte ihn hier einsperren. Warum hast du ihn nicht getötet? Sein Gesicht. Bilde ich mir das ein. Das ist Chen. Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Ja. Ich sollte... Kapsel 47 gestartet. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Und Johnston auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Wir kriegen das hin, Hammond. Für Sie. Ja. Na los. Die AS-Kanonen. Kabine des Captains. Ich kann diese Position eine Weile halten. Wir werden keine Asteroiden mehr einschlagen. Das ist mal ein Arbeitsplatz, Junge. Achso. Möchtest du irgendwas von mir? Hier. Die Stromzufuhr zum AAS ist defekt. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Was Danny jetzt gesagt hat. Achso. Ich weiß nicht, du bist noch nicht fertig. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Chair Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht. Aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CC gefunden. Ich erweitere deine Freigabe. Deine hast du schon erweitert? Ja, für alle Fälle. Und Isaac? Ja? Ich habe da oben was gehört. Etwas Großes. Pass auf dich auf. Ich hab's schon gesehen, es hatte mich schon am Arsch. So, was schreibt denn er? Captain Messias. Benjamin, nach unserem letzten Gespräch gebe ich schriftlich zu Protokoll, dass wir den Marker erst in ein oder zwei Tagen vom Planeten heraufholen sollten. Sie wissen, wie gerne ich den Marker untersuchen würde, und ich verstehe die Dringlichkeit angesichts der Ereignisse in der Kolonie. Aber genau das ist mein Argument. Was da unten passiert, ist einfach zu ungewöhnlich, um jetzt unüberlegt zu handeln. Wir brauchen Zeit, um die Ursachen und Auswirkungen zu studieren. Nach Rücksprache mit Dr. Mercer möchte ich mich auf Dr. Ciarello und Dr. Welland auf dem Planeten treffen. Ihre Beobachtungen über einen bestimmten Patienten könnten von unschätzbarem Wert sein, um zu verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Yeah. Oh, Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Buja!
So, ja, da oben ist was Großes. Wir wissen das. Wenn ich mich recht zurückerinnere, gibt's jetzt ordentlich auf die Fresse. Weil das Spiel lässt mich jetzt nicht einfach hier so durchgehen. Pass auf, ich versuch's. Hallo! Ob du aufhörst, mich anzukotzen? Noch so einer. Wo ist er? Quarantäne aufgehoben. Okay, das war tatsächlich einfacher als gedacht. Mehr gibst du mir nicht? Du Penner? Ich meine, gut, ein Energieknoten ist auch schon nice. So ist es jetzt nicht. Aber ich habe mit mehr gerechnet. Ja. Ich gucke aber nochmal kurz. Aber ich habe keine Munition mehr. Monorail-Station Brücke. Achso, hier geht es nur zur Monorail-Station, ja. Da wollen wir nicht hin. Da müssen wir auch nicht hin. Freigabe bestätigt. Atriumaufzüge sind jetzt online. Es wurde aufgezeichnet, Doktor. Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen. Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie... Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht, wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security! Gemäß Seerecht. Digga, wir sind hier im Weltall. Was für Seerecht. Oh ja. Was ist das? Feuerrate oder was? Ja. Die Munitionskapazität wird deutlich erhöht, ja. Nochmal mehr Schaden. Munitionskapazität ist jetzt gerade gar nicht so wichtig. Weil was bringt mir das, wenn ich mega Munitionskapazität habe, aber keine Munition? Ist mir auch nicht mitgeholfen. So, Atriumaufzug aktiviert. Moment, wo will ich hin? Leite die Energie aus der Abbauverwaltung um.
Leite die Energie aus den elektrischen Anlagen um. Leite die Energie aus der Wasserreinigung um. Das heißt, ich muss... Warte, nach oben, nach unten. Also nach unten auf jeden Fall. Etage 2 oder Etage 3? Achso. Sind wir hier... Okay, es würde hier nochmal eine Etage tiefer gehen. Das heißt, wir sind hier... bei dem Ziel, ja? Sehe ich das richtig? Sehr gut! Erstmal hier aufräumen, damit du überhaupt hier reinkommst. Sauber, noch so ein Knoten. Achso, hier ist nur so ein Lagerraum. Ah! Zur Abbauverwaltung. Hm? Isaac, da ist eine elektrische Störung auf dem Boden vor dir. 60 Jahre alte Decksverkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hintrittst. Freigabe bestätigt. Laserkabel. Uhuhu! So, nämlich. Die rüsten wir doch mal aus. Welche packen wir denn dafür mal weg? Dafür packen wir das Klingending weg. Benutze ich eh nicht. Warte, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. So war der Plan. Ja, ordentlich rein. So, sonst gibt es hier nichts, ja? Hallo? Sehe ich das richtig, dass die beiden mich gerade nicht bemerkt haben? Wo möchten wir hin? Okay. Achso, da ist nichts. Hm.
Gab's da irgendwas oder warum stand das Ding da so? Nö. Schon geil aus. Muss man ja sagen. Da kommt doch schon wieder einer, oder? Sonst wäre doch hier die Musik gerade nicht so gewesen. Okay, das war zu nah dran. Hoppala. Aber gut, dass wir das dann jetzt auch mal gesehen haben, wie das Ganze dann aussieht. Wenn ich da den übelsten Stromschlag kriege. Schön. Sah gut aus. Kein Loot mehr? Okay. So, hier müssen wir was umleiten. Auf die AAS-Kanonen. Ich habe ein Update. Energie aus dem Netz der Abbauverwaltung umgeleitet. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen. Oh, welch ein Zufall. Fresse. Ich höre hier noch irgendwas da hinten. Wirklich? Der ist jetzt von diesem Stromschlag nicht verreckt, indem der da voll drin hing? Och, ernsthaft. Sag mal. Der hält aber hardcore viel aus, ey. Jetzt habe ich mal einmal alle Waffen auf den geballert. Und der stand immer noch. Und ich habe dem noch ein paar vor die Fresse gehauen. Was ist denn das für ein Dude, ey? Mein Gott. Ja, ich warte lieber, bevor ich da wieder zu nah rangehe und dann wieder weggebrezelt werde. Ich will wieder zum Aufzug, ne? Ja.
Zufällig ein Speicherpoint hier? Zufällig nicht. Okay. Ah, aber da. Okay. Pausenraum. Ja, gut. Was? Eine Aufnahme? Muss wohl dieser Marker sein, den Sie gefunden haben. Ich wusste es. Dieser Marker. Er ist das Symbol der Unitology-Kirche. Wusste nicht, dass du gläubig bist, Isaac. Meine Mutter war es. Aber wenn Sie das auf einem anderen Planeten gefunden haben... Was bedeutet das? Dass Unitology recht hat. Unitology ist Schwachsinn. Vergiss es. Weißt du was? Wenn Sie in den letzten 200 Jahren auf dem Mars gelebt haben, haben Sie vielleicht noch nichts von der am schnellsten wachsenden religiösen Bewegung der Geschichte mitbekommen. Unitology hat Millionen von Anhängern, zählt mächtige Firmenchefs und Amtsräter zu ihren Mitgliedern, besitzt Aktien von multinationalen Unternehmen im Wert von 78 Milliarden Dollar und ist im Besitz von zwei der größten Finanzinstitute der Erde. Von ihren Anfängen als Personenkult hat sich Unitology zu einer angesehenen, etablierten Religion entwickelt. Die meisten Menschen kennen die Grundprinzipien. Vor 200 Jahren deckte Michael Altman, ein angesehener Geophysiker, die seiner Meinung nach größte Vertuschung auf, die je von der Erdregierung betrieben wurde. Die Entdeckung eines Artefakts oder Markers, das zweifelsfrei bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altman als Spinner, aber seine Behauptungen trafen den Nerv einiger Menschen und sein mysteriöser Tod kurz darauf schürte das Interesse. Es folgten zivile Unruhen und die Forderungen nach Maßnahmen. Die Unitologen glauben, dass der Marker einen Code enthielt, den Schlüssel zum ewigen Leben durch Wiedergeburt und Aufstieg in den Himmel. Spoiler-Alarm, man muss erst sterben. Ja. Sie sagen, dass die Regierung den Marker irgendwo versteckt hält und seine Geheimnisse für sich behält. Im gesamten Weltraum preisen die Unitologen Altmans Märtyrertod und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie in ihr neues Leben nach dem Tod zu holen. Das klingt alles ziemlich harmlos, aber wie bei jeder Sekte gibt es auch hier eine dunkle Seite. Die Unitarier haben in der Kirche einen Rang. Niemand spricht jemals darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens drei Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen oder Eingeweihten gibt. Mit jedem neuen Rang wird den Anhängern mehr vom Aufbau und der Forschung der Kirche offenbart. Und diese Ränge werden durch ein einfaches Kriterium erreicht, indem man der Kirche Geld und Macht spendet. Finden Sie das schon schlimm? Die Kirche verlangt von ihren Mitgliedern auch, dass sie ihren Körper nach dem Tod spenden. Aber warum? Was machen sie damit? Das will niemand sagen und Versuche, in den inneren Kreis einzudringen, sind gescheitert. Angesichts des Nachdrucks, den sie auf Verwandlung und Wiedergeburt legen, würde uns die Antwort vielleicht auch nicht gefallen. Selbst wenn sie uns verraten würden. Ein Gerücht, das sich ebenfalls hartnäckig hält, besagt, die Kirche finanziere ein geheimes Schiffsbauprogramm. Einige behaupten, die Flotte bereits gesehen zu haben. Es wurden nie Beweise vorgelegt, aber diese Mausoleumsschiffe sollen trotz ihrer enormen Größe... Fortsetzung auf Seite 94, die haben wir nicht. Ah. Wisst ihr Bescheid? Richtig Stimmung hier in der Bude. Entschuldigung, ich war mir nicht sicher, ob du... Was ist das für ein Raum? Wie komme ich da rein? Durch diese Tür, die verschlossen ist. Aber wieso ist sie das und wie kriege ich sie auf? Easy!
Oh, leck mich doch. Level 3, Level 3. Du auch Level 3? Hallo? Ma. Impulsgewehr-Upgrade. Oh yeah. Das können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Auch Level 3, du ahnst es nicht. Naja. Wenigstens ein bisschen was. Sieht ein bisschen aus wie bei der Matrix hier. Spasti! Medipack! Ah, scheiße. Okay, den kann ich nicht einfach, ich habe schon wieder nur noch einen Schuss. Bisschen mehr Munition und ein bisschen weniger Credits wäre hilfreich. Wo habe ich die denn übersehen? Scheiße! Habe ich gedacht, in dem Moment, wo der da reinläuft, macht das schön Brutzel, Brutzel. Nö. Wie komme ich denn an die dran? Ach so. Ja, okay. Also entweder ist der eine an oder der andere. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Ich will da aber dran. Ah, leck mich! Das ist doch behindert manchmal, ey. Komm schon! Mein Gott. Komm schon, mach Brutzel. Sehr gut. Hauptsache einer von den beiden überlebt noch. Hier schon so ein Stase-Aufladeding. Och nein! Ich stehe gerade sehr, sehr ungünstig. Beruhig dich, Kleiner. Ja. Da habe ich den anderen vorhin aber irgendwie ein bisschen schneller kaputt gekriegt. Mein Gott. Lebt er immer noch?
Immerhin droppt er jedes Mal so einen Knoten, das ist ja schon mal etwas. Keine Medipacks mehr, okay. Nicht ganz so gut. Oh, ein Medipack. Wie praktisch. Credits. Ripper. So, was hier? Disco, Disco, Party, Party. Muss ich die einfangen oder muss ich die nur ver... Ich muss die verlangsamen, ne? Und dann da schnell umschalten. Von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge. Das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das AAS. Okay, einmal wieder zurück zum Aufzug. Wirklich? Das Spiel lässt mich jetzt einfach hier so durchgehen? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Okay. Zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. Ja, tut es. So einen noch. Dann haben wir alles auf diese, auf das AAS-Abwehrsystem irgendwas umgewandelt, umgeleitet. Der letzte wird aber jetzt bestimmt nicht unbedingt einfacher. Behaupte ich mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Du hörst es ja jetzt schon. Tür geht auf, du hörst es. Moment, das ist ja wieder das Atrium. Es ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, sich in diesem Aufzug zu verstecken. Langsam überall so ein bisschen die Munition aus. Ist ein bisschen dumm gerade. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sicherheitsdienst, bitte melden! Der Kollege Edgar! Wir werden angegriffen!
eine Besatzung getötet. Zum Teufel ist die Vincent. Wir brauchen hier Verstärkung. Unsere Waffen sind uns nicht hier. In aller Welt ist das. Okay, da muss ich hin. Bitte? Elizabeth, hier ist Jacob. Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich verziehe mich, falls das, was es verursacht hat, wiederkommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen Überlebenden aufgebrochen. Ich werde auch dorthin gehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen. Muni, Muni, ich habe keine Muni. Und 1000 Viecher am Hals. Ja, bleib doch bitte nicht an der Bank hängen. Und ich habe auch kein Medipack mehr. Warte! Jetzt lass mich doch mal hier eben meine Waffe aus. Nimm doch jetzt bitte den Plasma-Cutter. Um Gottes Willen. Das ist aber auch immer unkoordiniert bei mir, ey. Ich jetzt mal bitte ein bisschen Munition kriegen kann. Das ist ja schön mit den ganzen Credits, aber es hilft mir nicht gerade. Außer ich finde jetzt hier irgendwo mal gerade einen Shop, wo ich mir dann für den ganzen Scheiß auch was kaufen kann. Da ist verschlossen. Halbleiter Gold. Rick wieder. AAS-Kanonen. Energie der Wasserübertragung an AAS-Kanonen übertragen. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind wieder online. Warte. Automatische Zielerfassung offline. Kalibrierungsdaten nicht gefunden? Scheiße. Keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Und wenn wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß da runterregnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott. Ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay.
Das hoffe ich auch. Masterüberbrückung erforderlich, haben wir nicht. Soll doch runter? Hätte ich jetzt gar nicht in den Aufzug gesollt? Bin ich falsch gegangen? Ach, jetzt komme ich da hinten durch die Tür, die vorhin verschlossen war. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Alles gut. Nächster Aufzug. Synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Kalibriere die AHS-Kanonen. Klingt einfach. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Shin. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Niemand kommt. White, um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Mathias ist tot. Captain ist tot? Winston's Sicherheitsteam ist tot? Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Schick? Diese fanatischen Unitologen? Eckhart hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie EGC. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein, Sir! White! Du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Ja. Das Rettungsteam ist da. Hallo. Aber was soll ich sagen? Es läuft semi-gut. Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Warte, was muss ich machen? Zielsystem wird synchronisiert. Zielsystem wird synchronisiert. Integrität beeinträchtigt. Eieiei. Der ging aber voll in die Fresse. Ah ja, das ist wichtig, dass hier jetzt auch erstmal noch so ein Vieh hängt. Habe ich hier noch irgendwo so ein Ding übersehen? Ah, da ist er, da ist er, da ist er.
Zielsystem wird synchronisiert. Ma, wo ist das scheiß Vieh? Ja, natürlich. Alter, ich habe für gar nichts mehr Munition. Doch, für den scheiß Flammenwerfer. Oder nee, selbst für den nicht. Ich bin jetzt gleich tot, wenn er mich jetzt hier nochmal trifft. Habe ich hier noch... Habe ich noch nicht alle aktiviert? Nee, da ist noch einer. Und ich habe aber einfach keine fucking Muni mehr. Zielsystem wird synchronisiert. An dem da hinten war ich doch schon dran! Achtung, Höhenintegrität erreicht. Ich bin gleich tot. Zielsystem wird synchronisiert. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Muss ich jetzt hier 100 Mal an dieselben dran, oder was? Vor allem brauche ich mal eben Sauerstoff. Hä? Was will es von mir? Wieso sind da jedes Mal wieder Ausrufezeichen? Zielsystem wird synchronisiert. Was will es? Asteroiden zum Kalibrieren zerstören. Ich check's nicht. Ich check nicht, was ich hier machen soll. Ich soll hier irgendwie zielen? Ich check's nicht. Was soll ich denn da machen? Ich gehe an die Dinger dran. Dann aktiviere ich das. Und dann sagt er mir, rechte Maustaste zielen. Ich drücke die rechte Maustaste, aber es passiert nichts. Was soll ich hier machen? Also, ich gehe an so eine Kanone dran. Zielsystem wird synchronisiert. Streik ausrufen. Was? Ich fliege jetzt nochmal rüber zum nächsten. Der Strahl da ist ja jetzt grün. Warnung. Höhenintegrität beeinträchtigt. Zielsystem wird synchronisiert. Jetzt ist der wieder rot. Was will es? Was? Halten zum Zielen. Aha. Das funktioniert ja gar nicht mal so gut. Ja, und nu? Aber es schießt nicht. Oder muss ich das bei einer nach der anderen machen? Da habe ich jetzt aber gerade harten Asteroiden auf die Fresse bekommen. Zielsystem wird synchronisiert. Wie geht die Luft aus? Luft, 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 Luft.
Zum Kalibrieren, Asteroiden zerstören. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Okay, ich hab's verstanden. Achtung, Höhlenintegrität erreicht kritischen Wert. Zielsystem wird synchronisiert. Aber ich bin auch schon fast wieder tot. Ich habe auch, glaube ich, keine Medipacks mehr im Inventar. Aber jetzt haben wir zumindest mal verstanden, was dieses Spiel von uns will. Da sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Vergessen, irgendwo sind hier noch diese Kackviecher. Unnötigerweise. Zielsystem wird synchronisiert. Wo ist das Scheißvieh? Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Ich glaube, ich hole mir mal gerade noch eben ein bisschen Sauerstoff. Man aber auch erstmal raffen, was es hier von einem will. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ich hab nicht einen Schuss mehr irgendwo. Ach so, und dieser Flammenwerfer, den ich vorhin, wo ich noch Munition drauf hatte, der funktioniert im Vakuum nicht. Was gar nicht so unlogisch ist, dass ein Flammenwerfer, der Sauerstoff für Feuer braucht, in einem Vakuum nicht funktioniert. Das macht tatsächlich Sinn. So. Wohin geht die, kehre zur Kabine des Captains zurück. Isaac, Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Grant. Die Krankenstation ist ein Ort der Zukunft. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck? Weißt du etwas, das wir nicht wissen?
Ziel abgebrochen. Neues Ziel. Geht zur Brücke.